Wenn du toleriert werden willst, musst du auch andere tolerieren. Diesen Satz haben sicher viele von euch mal gehört oder gelesen. Laut Aussage einiger in der Gesellschaft müssten Muslime auch die Lebensweise anderer gutheißen, wenn sie selber leben wollen würden, wie sie es wünschten. Als im Westen lebende Muslime müssen wir vieles über uns ergehen lassen. Kopftuchverbotsdebatten, Kriminalisierung unseres Glaubens oder die ständige Erwartung, uns für alles, was auf dieser Welt passiert, rechtfertigen zu müssen. Doch damit ist nicht genug. Besonders in den letzten Jahren ist die sogenannte LGBT-Community stärker geworden und stellt eine neue Herausforderung für uns Muslime dar. Wir müssen als Muslime diese Neigung gutheißen, obwohl sie unserer Überzeugung widerspricht. Und dies, obwohl in diesem Land vor nicht allzu langer Zeit diese Menschen selber verachtet wurden. Es geht sogar so weit, dass wir aufpassen müssen, welche Wörter wir in diesem Video verwenden, damit es nicht gelöscht wird. Der Content in den sozialen Medien ist also pro-LGBT und es wird versucht, jede Gegenstimme im Keim zu ersticken. So erscheint es besonders jungen Muslimen so, als ob alle sich für diese Community positionieren. Und sie fühlen sich genötigt, zumindest nichts Kritisches dagegen zu äußern. Aber der Schaden ist noch größer. Ein Teil der Muslime wird von diesen Inhalten sogar beeinflusst und zweifelt an den Inhalten des Korans. Wo ist denn das Problem, wenn sich zwei Menschen lieben? Ist Allah etwa gegen Liebe? Solche oberflächlichen Fragen können viele Muslime verwirren. Sie sind deshalb oberflächlich, weil sie sich auf einen einzigen Aspekt konzentrieren und dabei den Kontext bzw. Rest auszublenden versuchen. Es ist, als ob jemand es für unverständlich halten würde, dass gewisse Kriminelle ins Gefängnis kommen. Stellt euch vor, jemand sagt, wie kann man einem Menschen seine Freiheit nehmen? Ihn für 20 Jahre in einem Käfig gefangen halten und ihn von seiner trauernden Familie trennen? Das ist doch verrückt und gegen jede Menschlichkeit. Dabei blendet diese Person aus, dass Menschen für Verbrechen bestraft und nicht grundlos ins Gefängnis gesteckt werden. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala verbietet Liebe nicht und hat sie den Menschen eingegeben. Aber das bedeutet nicht, dass wir die Fähigkeit des Liebens auf jede erdenkliche Weise ausüben sollen. Beispielsweise kann der Mensch mit seinen Händen auch mehr machen, als zur Begrüßung jemand anderem die Hand zu schütteln. Er kann mit ihnen auch arbeiten oder essen. Wäre es sinnvoll, mit seinen Händen Unrecht zu tun und dann zu sagen, wo ist denn das Problem dabei, seine Hände zu benutzen? Ist Allah etwa gegen Kraft und Stärke? Nun werden sich einige bestimmt fragen, aber Unrecht zu begehen und zu lieben lassen sich nicht miteinander vergleichen. Warum hat denn Allah ein Problem damit, dass Liebe auf diese Weise ausgeübt wird? Und damit kommen wir dem eigentlichen Problem schon viel näher. Als Muslime wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala Gutes für den Menschen will und Schlechtes von ihm abwendet. Deshalb sollte sich ein Muslim fragen, ob wirklich alles gut ist, solange andere Menschen damit keinen direkten Schaden erleiden. Nehmen wir an, ein guter Freund kommt zu euch und teilt euch mit, ich fühle mich seit längerem unwohl in meinem Körper und kann mich mit meinem rechten Bein nicht identifizieren. Am liebsten würde ich es mir abtrennen lassen, um mich endlich in meinem wahren Körper glücklich zu fühlen. Was würdet ihr eurem Freund nun raten? Ich hoffe und denke, dass die meisten ihn von diesen abstrusen Gedanken abbringen würden. Kein vernünftiger Mensch würde ihm sagen, wenn dich das glücklich macht, dann unterstütze ich dich natürlich bei deinem Vorhaben. Immerhin schadest du niemand anderem damit. Einige von euch schmunzeln gerade vielleicht, weil sie das Beispiel für unrealistisch und krass halten. Krass ist es auf jeden Fall, aber nicht unrealistisch. Denn ich habe euch gerade eine echte psychische Störung beschrieben, die sich Körperintegritätsstörung nennt. Ändert das etwas daran, dass dieser Gedanke falsch ist? Auf keinen Fall. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Sich zum gleichen Geschlecht angezogen oder sich in seinem eigenen Körper unwohl zu fühlen, rechtfertigt nicht das Handeln nach diesem Impuls. Denn der Verstand, der uns zu Allah führt, teilt uns mit, dass nicht jedes Bedürfnis gut ist. Aus diesem Grund ist es auch unsinnig, auf die Tierwelt zu verweisen, um etwas zu rechtfertigen. Denn Tiere sind kein Maßstab für uns Menschen. Es sei denn, man verzichtet freiwillig auf seinen eigenen Verstand. Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dass wir mit diesem Verstand seine Botschaft nachvollziehen können. Wenn er subhanahu wa ta'ala diese Art der Beziehung verbietet, dann weil sie seiner Weisheit widerspricht. So sagt er subhanahu wa ta'ala im Koran, und Allah hat euch aus euch selbst Gattinnen gemacht und von euren Gattinnen Söhne und Enkel gemacht und euch von den guten Dingen versorgt. Damit erklärt Allah den Zweck hinter der Erschaffung von Mann und Frau. Sie sind ein Paar, das zusammengehört. Denn nur dieses Paar ist in der Lage, für das Überleben der Menschheit zu sorgen.
So wie sich nicht zwei linke Schuhe anziehen lassen, gehören auch nicht zwei Männer oder zwei Frauen zusammen. Sie erfüllen nämlich nicht ihren Zweck. Wenn euch also das nächste Mal jemand fragt, was lässt dich ein Problem mit zwei sich liebenden Menschen haben, antworte ihm einfach: mein gesunder Menschenverstand.